So, hallo, liebe YouTube-Zuschauer auf meinem Kanal. Also erstens möchte ich mich mal bedanken. Ich habe jetzt ganze 18 Abonnenten. Das sind wirklich total liebe Abonnenten, die ich habe. Das muss ich echt mal sagen. Also die Abonnenten, die ich habe, die sind wirklich klasse. Die, mit einem stehe ich relativ eng im Kontakt. Das ist der, Moment, wie heißt er bei YouTube? Also einmal mit dem Testo 773 stehe ich sehr viel in Kontakt jetzt seitdem. Und mit, na, wie heißt er hier? Ich glaube, das ist der D-Lot, glaube ich. Also ich muss echt mal sagen, ihr seid klasse Abonnenten, ich mag euch alle. Ihr seid echt gut. Und dann jetzt zu dem eigentlichen Thema. Und zwar gibt es von Mozilla Firefox jetzt eine 3.6 Beta 4, steht auch hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber es steht da oben. Download-Link tue ich euch in die Description. Hier einfach downloaden, wie jeden anderen Mozilla Firefox und installieren. So, also der übernimmt wirklich alles von eurem alten Firefox, also alle Add-ons, alles drum dran. Funktioniert wunderbar. Der macht, also mit dem ist man. Also ich persönlich bin schneller mit dem im Internet unterwegs. Und der ist mir bis jetzt kein einziges Mal abgekackt, der läuft bis jetzt wirklich wunderbar. Ich habe auch keine, also ich sag mal, Upload-Probleme, keine, kann ich jetzt nicht sagen, weil unter YouTube hat man irgendwie grundsätzlich Upload-Probleme, wenn man in Full HD uploaden möchte. Weswegen auch jetzt meine neueren Videos wieder in dem 720p HD geuploadet werden. Auf jeden Fall, man hat an sich, ich habe an sich jetzt keine Uploads mehr, dass er dann abschmiert oder sonst irgendwas. So. Ja, also, dann, wenn euch der Mozilla Firefox 3.6 Beta 4 nicht mehr gefällt, dann, ja, könnt ihr einfach wieder den alten Mozilla Firefox nutzen. Der wird bei der Installation nicht entfernt. Jo. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch genug Zeit für einen kleinen Game-Quick-Tipp. Und zwar für Counter-Strike 1.6. Ist ja jetzt wirklich schon alt. Also, die Engine ist ja jetzt schon 11 Jahre alt. Und das Spiel selber ist 8 Jahre alt. Nur so als Info: Das Spiel basiert auf der HL1 Engine und die von 1998. So, das Problem ist, unter manchen Spielen, die etwas älter sind, hat man das Problem, dass es einfach zu schnell läuft. Das heißt, jetzt bei Counter-Strike ist es ein echt großes Problem. Man zockt mit anderen. Wenn man selber den Server aufgemacht hat, dann läuft man 10-mal schneller als alle anderen. Die laufen normal. Und wenn die einen Server aufgemacht hat, dann rennt man 2 Meter sauschnell und dann leckt das immer. Was kann man dagegen tun? Man startet den Task Manager. Entweder mit STRG, Shift und Escape. Für alle, die es nicht wissen, Shift ist die Taste, mit der man groß schreibt. Also entweder STRG, Shift und Escape. Oder man drückt STRG, Alt und Entfernen, beziehungsweise ENTF steht dann auf der Tastatur. Und dann öffnet sich das. Dann müsst, wenn ihr natürlich das Spiel startet, habt, steht dann irgendwo Counter-Strike 1.6 oder Counter-Strike oder was auch immer. Da macht ihr dann einen Rechtsklick drauf. Ne, stimmt gar nicht. Ihr geht auf Prozesse und sucht euch dann die Exe raus, über die das Spiel läuft. Und ja, ich nehme jetzt mal einfach die Firefox-Exe ganz dreist. Macht einen Rechtsklick drauf und geht auf Zugehörigkeit festlegen und macht ihr dann einfach einen CPU-Kern weg. Welchen ihr wegmacht, ist scheißegal. Wenn ihr einen Triple-Core-CPU habt, dann macht ihr einfach zwei Kerne weg. Und ihr Quad-Core habt, dann macht ihr einfach drei weg. Also so, dass nur noch ein Kern genutzt wird. Also so könnt ihr das Spiel bei vielen älteren. Das Problem bei vielen älteren Spielen umgehen. Also, ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit den zwei kleinen Infos. Und ja, ich bin hau raus, haut da rein. Tschüss. Und ja. F10.